befindest dich hier in meinem Reich, einem Ort jenseits von Raum und Zeit. Ich heiße dich willkommen. Ihr Menschen nennt mich Arceus. Lass mich dein Gesicht sehen. Wohlan, Josie. Du wirst dich alsbald in einer fremden Welt wiederfinden. Dort gibt es wundersame Lebewesen, die von den Menschen Pokémon genannt werden. Josie? Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Hallo! Wach auf! Wach auf! Lebst du noch? Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du noch lebst. My word. Das wollte ich dich gerade fragen. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das sieht man nicht alle Tage. Wer bist du? Wo kommst du her? Aber davon mag ich nicht. Deine Kleidung ist wirklich seltsam. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Ich weiß es nicht. Verstehe. Du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du denn wenigstens, wo du hin willst? Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Ich weiß es nicht. Oh dear. Du kennst ja also niemanden und weißt nicht einmal, wo du die Nacht verbringen sollst. Du scheinst in ganz schönen Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du so überhaupt überleben? Was soll ich nur tun? Also schön. Ich kann jemanden im Not nicht einfach im Stich lassen. Boots! Hui! Otata. Oh, das hätte ich ja ganz vergessen. Ich jagte gerade meinen entlaufenen Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Kurios, als hätten sie es geahnt. Ach ja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind?
Nicht wirklich. Was? Das weißt du nicht? Wo um alles in der Welt kommst du nur her? Dann hören wir mal gut zu. Diese wundersamen Lebewesen hier werden Pokémon genannt. Und wie lautet dein Name? Aha, du heißt also Joseph. So einen Namen habe ich noch nie gehört. Aber hat sicher eine tolle Bedeutung. Oh, entschuldige, wie unüblich bei mir. Mein Name ist Laren. Ich bin Pokémon-Professor. Das heißt, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon herausfinden möchte. Momentan versuche ich zum Beispiel mit... Danke. Das war ich nicht. Oh no! Meine lieben Pokémon bomben laut ihr ständig davon. Bitte hilf mir, die drei einzufangen. Wartet auf mich! So, und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play Pokémon Arceus. Wir bewegen uns mit L und rennen mit L gedrückt. Oh, wie drücke ich denn L? Na, reindrücken. Okay, das ist anstrengend. Ja. Ich glaube, das soll es sein. Gott sei Dank ist die Kamera auf dem anderen Stick. Ja, wir haben uns gegönnt. Nach langen Schwärmen. Grüße gehen raus an Chris Klausulas. Haben wir uns dann doch dafür entschieden, dieses Spiel mal auszuprobieren. Man darf nicht unerwähnt lassen, dass ich es mir schon gewünscht habe. Das stimmt. Und es jetzt ein vorzeitiges Valentinstagsgeschenk ist. Das stimmt. Aber skeptisch war er trotzdem. Da ist etwas. Ein Tamagotchi. Etwas leuchtet und gibt Töne von sich. Wir wollen es haben. Es sieht aus wie ein Handy. Darf's untersuchen und reden mit Oh. Du hebst etwas auf. Schönen Dank. Was einem Smartphone ähnelt. Boah, guck mal, und ich habe es ja vor Herbst gesehen. Ja, du hast. Lass mich. Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Ja, es sieht irgendwie katzenartig aus. Weißt du, an was mich das erinnert? An Sailor Moon. Okay, du spürst eine seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Deswegen kommt es wahrscheinlich auch von Sailor Moon. Oh, auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen. Wer das liest, ist doof. Nee. Ich vertraue dir dieses Arceus-Phone und folgende Aufgabe an. Begegne allen Pokémon. Er wiederholt sich. Ja, können die oder dann einfach mal vorbeikommen, dass wir dem begegnen können? Es, ihm, ihr, sie. Ich würde sagen es. Es. Es hatte schon was von göttlich. Was war der letzte Teil, den du gespielt hast, Anna? Pokémon? Weiß ich nicht also, mehr. Also wir haben als letztes gespielt let's Pokémon play. Go, let's go Evoli. Ja, genau. Das stimmt. Und den letzten Teil, den ich gespielt habe, das war, glaube ich, Kristall. Der davor, meinst du? Gab's Kristall? Ja, mit Suicune. Glaube, ja. Der Teil mit Suicune, Mensch. Oh. Schon wieder. Ah, meine neue Freundin aus dem Himmel. Ah. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokebälle verworfen. Die Pokémon zu fangen, doch ohne Erfolg. Es steht zwar geworfen, aber wenn es daneben geworfen hat, ist es auch fair. Ich soll dir wohl erstmal etwas über die drei Ausreißer erzählen. Das wäre schon vor dem Vorteil. Das ist Bautz. Hallo Bautz. Bautz kann die Pflanzen Photosynthese betreiben. Kämpft mit Hilfe seiner scharfen Federn. Ich sehe keine scharfen Federn. Die sind so scharf, die siehst du nicht. Das ist wie bei Gillette. Clever. Nee, scharf. Da steht aber Bautz. Ja, eigentlich steht da Bautz. Oh, gucke. Das dort drüben ist Feuigel. Wenn ich auch nicht richtig ausspreche. Die Flammen auf Feuigels Rücken lodern kräftiger, wenn es wütend ist oder erschreckt. Der böse Mann hat es erschreckt. Oder erstickt. Ich kann die lesen. Feuri! Oh, gucke.
Das Pokémon beim Teich ist Otaro. Otaro treibt gern schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe des muschelähnlichen Objekts an seinem Bauch. Otaro. Keine Ahnung, ob das so klingt. Ne? Ach, na sowas. Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erklären. Tja, das ist ja doof. Und zwar, wie man Pokémon fängt. Endlich. Hier hast du ein paar Pokebälle. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. Die sind nicht weiß-rot. Nee, das sind ja auch die Anfänge. Du erhältst 50 Pokebälle. Deswegen können Pokebälle doch trotzdem gleich aussehen. Nee, das sind die allerersten. Da gab es noch kein Weiß. Das war zu teuer. Ach so. Pokéball. Ein rätselhafter Ball, den man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Wenn man die nötigen Materialien sammelt, kann man ihn selbst herstellen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir die auch herstellen können. Ja, da müssen wir Sachen besorgen. Bestimmt. Wow. Aus Bäumen und so. Ich bin begeistert, wie du kombinieren kannst. Ja. Oh, sorry. Das genügt wohl noch nicht als Erklärung. Nein. Dann hör gut her. Ich sagte ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst dich sicherlich, was an ihnen so wundersam ist. Irgendwie schon, ja. Nun, ich auch. Nun, jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenstufen. Wie? Da kommen Pokémon ins Spiel. Aber wie? Sie wurden erst vor kurzem erfunden. Wenn man einen Pokéball auf ein Pokémon wirft, wird es ganz klein und passt dort hinein. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte hilf mir, meine drei Ausreißer wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe dabei leider nur selten ins Schwarze. Ganz schöner Keck. Okay. Du kannst Pokémon fangen, indem du Pokébälle auf sie wirfst. Halte die ZR-Taste gedrückt, um deinen Wurf vorzubereiten und zu zielen. Du kannst dich dabei bewegen und mit dem rechten Stick eine Wurfrichtung anpassen, um das Ziel zu erfassen. Hier ist der Recht, okay. Jetzt musst du R drücken von Seite 2. Wenn du die ZR-Taste wieder loslässt, wirfst du den Ball. Trifft er das Pokémon, besteht die Möglichkeit, dass er gefangen wird. Solltest du dich umentscheiden und doch keinen Ball werfen wollen, kannst du den Vorgang mit dem B-Knopf abbrechen. Okay. Ich habe Fragen. Ja. Wie haben die herausgefunden, dass Pokémon zusammenschrumpfen, bevor es die Pokébälle gab? Wahrscheinlich wollte einer ein Pokémon in die Tasche stecken und auf einmal wurde das klein. Ich hab Z gedrückt anstatt der ZR. Ich will aber schleichen, ich will es nicht erschrecken. So, und jetzt musst du noch zielen. Ja. Und dann Feuer frei. Ja, warte. Dieses. Ach, super. Das war aber schnell. Das hat bestimmt weh. Oh, wundervoll. Du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst mir ein Naturtalent zu sein, Josi. Natürlich. Eine Begabung fürs Fangen. Und Pokémon ist sehr nützlich, wenn man hier lebt. Danke. Es sind noch zwei entlaubende Pokémon übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Warum auch? Die sind doch süß. Warte mal, wenn dich Otaro angreift. Du hast Feuer drin. Voll auf die Stirn. Nee, nicht, nicht. Meins? Fantastic, Josie. Einfach fantastisch. Dabei gibt es so viele Leute, die Angst davor haben, sich Pokémon auch nur zu nähern. Geschweige denn, sie zu fangen. Und ein
Pokémon fehlt noch. Mach dich auf die Suche und halte einen Pokéball bereit. Gerne doch. Wo ist es? Bautz. Stimmt dahin. Bautz, komm rein hier. Mach Eier. Warte mal. Richte mich an, wenn du keine Bälle mehr hast. Also mache ich jetzt einfach mal alle Bälle schnell leer, um dann neue zu kriegen. Dann können wir voll starten. Kannst bestimmt jetzt auch schon hingehen, damit er dich wieder auf 50 hochbaut. Oder du musst alle verschmeißen. Wäre ein bisschen Minus. Da! Ich will das immer mit dem anderen Stick machen. Und weg. Voll das Ohr getroffen. Oh. Oh. Ach ja, das passiert schon mal. Danke. Ein Pokéball zu werfen heißt nicht, dass man das Pokémon garantiert fängt. Versuche es einfach noch einmal. Die wollten das also, dass ich es nicht fange. Die wollen, dass wir versagen. Los, du rufst da an. Meins! Puff. Guck mal, was das cool. Ich muss die Bälle nicht einsammeln, die kommen einfach direkt zu mir geflogen. Vielen Dank. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die, diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden. Und hören noch auf niemanden. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, könnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, Josi, dein Umgang mit Pokébällen hat mich ganz schön beeindruckt. Ich bin ja auch beeindruckend. Du bist gerade erst hier angekommen und zeigst schon solches Können, darin Pokémon zu fangen. Naturtalent eben. Woran liegt das nur? Ich sagte schon, Naturtalent. Es kommt mir vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für dein Erscheinen hier. Ja. Wir haben das Spiel reingemacht. Und gestartet. Begegne allen Pokémon. Das ist also ein Arceus-Vorschlag. So? Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich. Aber ich möchte dir etwas erzählen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Ja, aber sag es mir trotzdem nochmal. Es handelt sich dabei um ein wundervolles, monumentales Forschungsprojekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Und Pokébälle wurden erst kürzlich entwickelt. Da gibt es nicht viele Leute, die gut genug mit ihnen umgehen können, um Pokémon zu fangen. Bis auf mich. Dann tauchst du plötzlich hier auf. Mit einem Talent zum Fangen von Pokémon. Tja. Du willst all Pokémon begegnen? Ich möchte alle Pokémon fangen. Ich will aber nicht alle Pokémon einsperren. Wie können wir uns gegenseitig helfen? Ich weiß nicht. Was sagst du dazu? Wollen wir uns zusammenschließen? Kann ich darüber eine Nacht schlafen? Ich bin der Mann mit der lustigen Mütze. Was sagst du dazu? Wollen wir uns zusammenschließen? Klingt gut. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, wo du herkommst, das ist mir auch scheißegal, aber wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du mir mehr als willkommen. Krieg ich dann alles? Pokébälle, Geld, Essen, Schlafplatz? Exzellent. Dann lass uns erstmal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja auch noch um Essen, Kleidung und Unterkunft für dich kümmern. Was mit Bällen und Geld? Essen, Kleidung und Unterkunft. Folge mir, ich bringe dich direkt nach Jubeldorf. Wehe, die jubeln jetzt nicht alle, wenn ich komme. Es passiert etwas.
Seid gegrüßt. Und wie immer vielen Dank für eure wachsamen Augen. Diese junge Dame hat mir und meinen Pokémon einen großen Dienst erwiesen. Deswegen möchte ich sie ins Dorf einladen. Nein. Ah, doch. Er wollte Nein sagen, er kann auch nicht sprechen. Das ist das Problem. So spart man sich Arbeit. Hübsch. Die Häuser gefallen mir. Wo bin ich so blöd? Ich gehe hier random lang. Oh, komm mal mit der Mütze schnell weiter. Hier geht es lang. Bitte folge mir. Es ist der Galaktik. Das war ich nicht. Ich weiß, das ist für dich viel zu. Das bin ich nicht. Da ist kein Schalter gewesen, das ich weiterdrücken kann. Okay. Du warst einfach zu langsam. Nee, das konnte man nicht vorlesen. Ja, dann erkunden wir noch mal kurz. Wo bleibst du denn? Lass dich nicht abhängen. Ich darf nicht. Ich glaube, du sollst mit ihm mit. Die ist sehr verdächtig. Solche Kleidung ist ja komisch. Wie denn her? Die aussieht. Da wir nur wenig über Pokémon hier wissen, trauen sich nur wenige das Dorf zu verlassen. Das ist eine wunderbare Kleidung. Ich bin alt. Soll ich nicht mit dir sprechen? Huch, jetzt hätte ich fast etwas vergessen. Siehst du, jetzt ist da ein Symbol, das ich kleben kann. Das hatte ich eben nicht. Ich muss noch schnell Bericht darüber erstatten, dass wir die erlaufenden Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Ich dachte, er wäre sowas wie der Oberguru, aber offenbar nicht. Das ist der verrückte Mann mit dem Hut aus dem Dorf. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Ah, jetzt darf ich es erkunden, ja? Ja. Es nennt sich Heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du diese Brücke überquerst. Es gibt nur kalte Speisen. Sehr kreativ. Ja. Ja. Außerdem. Oh. Dein Arceus-Phon scheint auf irgendetwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft weist dir den Weg zum Zielort. Google Maps. Drücke den Minusknopf da, um die Karte auf den Arceus-Phon aufzurufen. Auf der Karte findest du Wegweiser zu deinen nächsten Zielen und Informationen zu deinen Missionen. Die Wegweiser zu deinen Zielen werden auch angezeigt, wenn du unterwegs bist. Solltest du einmal unsicher sein, wo es als nächstes hingeht, musst du in die Umgebung einfach nach einem Zielortsymbol Ausschau halten. Das ist dann dieses komische Zeichen mit der 18 drüber, ja? Okay, ja, das ist wahrscheinlich wie so ein Quest, der denn da ich hab hier 18 Sachen für dich. Genau. Ich hätte gern andere Klamotten. Oh, oh. Das sind Schritte oder Meter oder sowas. Entfernung, also. Das ist clever. Guck mal, kannst du mit dem Tor. Amadeo. Kick okay, von der Brücke an. Was? Ich bin erst vor kurzem nach Jubeldorf gezogen. Haben die über dich auch so gelästert wie über mich? Ja, ich habe eine Brille. Dank meiner Gespräche mit den anderen Bewohnern habe ich schon so viel gelernt. Okay. Mega. Danke für deinen Input. Nicht. Dann hat Untermensch an den Untersuchen. Untersuch den Busch. Ja, das ist nicht so einfach, wie du denkst. Fliedbrücke. Fliedbrücke. Fleet? Fleet. 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 Untersuche den Bambus. Achso, okay. Ich wollte nur mal die Karte ausprobieren. Okay. Also es gibt eine Menge zu erkunden. Hoffentlich. Da kannst du nicht durch. Ich will den aber noch gar nicht. Ich will doch, doch talk mal mit der Frau da bei der Heiße. Oder Mann. Es ist ein Mann. Der ist grün. Der guckt ja will. Der ist grün. Haare gefärbt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und so gut.
Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt! Die sind nicht sehr besucherfreundlich. Ich glaube, da muss er erst eine Deutschlandkarte abonnieren oder so. Oder kommst du da nicht rein? Oh Gott, mein Rivale. Nee. Nicht? Doch. Was bist du denn für eine? Und was für seltsame Gewänder du trägst? Ja, ich hätte auch gern was anderes zum Anziehen. Mit diesem dünnen Stoff bist du erledigt, wenn du vom Pokémon angegriffen wirst. Wieso greifen die mich an? Ja, das kommt noch. Da du ins Dorf gelangt bist, muss dir jemand die Erlaubnis dazu erteilt haben. Ja, das ist hier wie bei Gothic. Da muss man uns erst den Respekt verdienen. Kennst du vielleicht Professor Larven? Er ist aus einer fernen Region angereist und hat einen Schaden. Als wäre er irgendwie programmiert worden, das zu sagen. Ja. Woher weiß er das? Allerdings nicht viel Verlass auf ihn. Seine Pokémon laufen ihm ständig davon. Habe ich mir bekommen. Er hat vor kurzem sind schon wieder 3 ausgebüxt. Aber die habe ich gefangen. Ich hätte sie ja eingefangen, aber leider war ich außer Gefecht gesetzt, weil mich ein Pokémon mit der Attacke Donnershock getroffen hat. Ja, Ausreden gibt's für alles. Ich bin jetzt seit 72 Stunden wach. Es ist genau wie Lumius gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Ja. Huch! Aber mach dir keine Sorgen. Josi, hier wird uns ab jetzt helfen. Wie bitte? Wollen Sie dieses Mädchen etwa in den Forschungsturm aufnehmen? Ja. Das ist unverantwortlich. Wir können doch nicht einfach jede dahergelaufene Gestalt anwerben. Nur weil ich ein Mädchen bin. Ich habe doch auch schon eine Bombe gefunden. Ja, und er ist ein hoffnungsloser Fall. Ja, bestimmt. Ich gestatte es. Oh. Huch. Alter. Sofern sie über die notwendigen Fertigkeiten für die Forschungsstunde verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin der Forschungsstunde Galactic Expedition. Ich habe einfach Zellulite gelesen. Ja, hat vielleicht auch, weiß ich nicht. Okay, 2-2. Ich hoffe, Professor Leben gehört, von Ihnen laufende Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du die Fähigkeiten zur Verfügung stellst, werden wir mit diesem Gegenzug unterschlüpfen Verwägungen verbieten. Ja, aber auch Pokebälle und Geld. Du scheinst aber über 50 Jahre alt zu sein. Das ist nicht mein Geschmack. Also kannst du auch für Erwachsene für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Deutsche soll wissen, dass wir einen Fremden für dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Kommandantin, möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unsere Besucherin. Ich überziehe dir. Danke. Beim Essen ziehe ich es vor, nicht mit dir zu essen. Ungestört zu sein. Ich blicke. Oh dear. Eigenbrötlerisch wie eh und je. Weißt du, dass du den Akzent gerade überträgst? Ja. Okay. Also dann. Alles weitere besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Hallo Mubeshi. Ich nehme wie immer die Kartoffelmutti. Heute aber 3 Portionen, bitte. Vielen Dank, Mubeshi. Deine Kartoffelmutti sind köstlich wie immer. Bosalein, wo haben Sie diesen Hund überhaupt aufgetrieben? Bin vom Himmel gefallen. Hast du mal eigentlich Leben oder Larven? Ich weiß. Larven. Nun, sie ist aus dem Loch in den Himmel gefallen, von dem ich immer rede. Du weißt schon, dem Ritz, dem Raum, Zeitgefühle. Meinen Sie das ernst? Nein, aber ja. Ich bin Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten, herauszufinden, welche Regeln sie folgen. Für mich zählen nur Fakten. Es ist allgemein bekannt, dass hier in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, man findet sie wirklich überall. Auf Wiesen, in Wäldern, im Meer und
Die Mission des Forschungstrupps besteht darin, herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Eins ist sicher. Pokémon können wirklich Angst machen. Mir nicht. Jetzt kommt hier so ein richtiger Vietnam-Flashback bei dem Typen gerade. Was ist los? Man weiß nie genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Doch. Vieles ist noch unerforscht. Und hier kommt Jungs ins Spiel. Genau, dafür habt ihr mich. Hier ist es gelungen, 3 Pokémon einzufangen. Hörst du, ganz 3 Pokémon hintereinander? Naja, ja. That's incredible. Einfach unglaublich. In der Galaktik-Expedition gibt es niemanden, der über solches Fangtalent verfügt. Doch, mich. Warte mal, haben wir im Spiel. Mit ihrer Gabe können wir endlich unsere Untersuchung starten. 3 Pokémon! Das ist nicht ohne. Wir tun uns schon schwer damit, auch nur ein einziges zu fangen, während wir von wilden Pokémon angegriffen werden. Nun ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtige ist, dass ich unsere Freundin hier dem Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es mir möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungsturm. Habt ihr wirklich die Muße, unbekümmerte Fremde einzuladen und euch den Bauch voll zu schlagen? Die Kommandantin hat drüben gerade 10 Portionen Kartoffelmulchen verdrückt. Das macht sie sicher aus Frust darüber, dass es mit dem Vervollständigen des Pokédex so schlepp vorangeht. Das Frustessen von Kommandantin Celestis wird bald ein Ende finden. Dank mir! Gleich zu, Yoshi! Aber gerne doch! Wenn du die Galaktik-Expedition beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen mehr zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Ich habe mir übrigens nicht wehgetan. Danke der Nachfrage. Das war lecker. Ah, ein wahrer Gaumenspaß war das. Machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen, Professor? Was denn? Wenn Josi die Prüfung nicht besteht, dann kann sie mit dem Forschungstrupp nicht beitreten. Ach nee, der Fall ist auch klar. Bei ihrem Können mache ich mir keine Sorgen. Josi wird ganz sicher bestehen. Klar. Ich hoffe, sie beraten Rekt. Jotiborn Name. Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Dankeschön. Was solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben, wo dich im schlimmsten Fall ein qualvoller Tod erwartet. Das passiert schon nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Kommandantin Celeste ist so unerbitterlich wie die Isolidikierung. Sie will keine Schwäche zeigen. Schließlich geht es ihr auch darum, uns alle zu beschützen. So, meine Freunde aus dem Himmel. Ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem Bett. Schatz beiseite. Ich wünsche eine gute Nachtruhe. Ruh dich gut aus. Ein Mensch, der aus dem Himmel fällt. Wer um alles in der Welt bist du bloß? Hab ich doch schon gesagt. Josie. So. Und damit beenden wir den ersten Teil dieses wunderschönen Let's Plays. Aber keine Sorge, bald wird's weitergehen. Ich hoffe, es hat bis dahin gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Arceus bei Mats ab.